Ja, herzlich willkommen bei Plan C. Heute wieder ein kleines Kellervideo. Und zwar geht es heute um Köder. Deswegen gucke ich gerade dahin. Da ist so meine ganze Köderwand, die ich da hänge. Ich zeige es euch mal. Also hier hängen ein paar Köder von mir, nicht alle. Aber die, um die es jetzt geht, sind hier dabei. Also einmal hier Spinmet, so ein Eigenbau, dann noch so was anderes. Ja, und um was geht es mir heute? Ich habe mich, ehrlich gesagt, gestern so ein bisschen geärgert. Ich meine, wahrscheinlich wird es euch auch so gehen. Oft geht man so in die Angelläden und sieht irgendwelche tollen Köder, die gefallen einem und man sagt dann so, ey, okay, das Ding kostet jetzt mal so 5 Euro, als wenn das jetzt nichts ist. Ich meine, 5 Euro ist auch Geld. Oder mal 8 Euro oder sowas. Wenn man die dann verliert, ist immer ärgerlich. Aber vor allen Dingen finde ich auch ärgerlich, wenn die Dinger dann einfach nicht das machen, was sie sollen. Und das dann oft aus ganz kleinen Wegen oder wegen ganz kleinen Kleinigkeiten, die man eigentlich ändern kann, wo man sich dann fragt, warum gebe ich eigentlich der Firma, in diesem Fall war es Spro, also SPRO, ich weiß gar nicht, ob ich die richtig ausspreche, ich habe da nicht so eine Ahnung von den Firmen. Warum gebe ich der Firma eigentlich so viel Geld, wenn die nicht mal imstande ist, mal wirklich einen Angler mit diesem Köder ans Wasser zu schicken? Weil für mich kann nur heißen, ich zeige es euch mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Spinmet hier habe, diesen hier, na, wenn ich diesen Spinmet habe, und ich gehe damit das erste Mal am Wasser. Ich meine, das Ding hat, glaube ich, es müsste jetzt, glaube ich, 10 Gramm oder sowas sein. Es hat, glaube ich, so um die 8 Euro gekostet. Ist ja nicht gerade wenig. Und ich stelle dann fest, dass dieser Drilling, der hier unten dran ist, einfach von der Firma viel zu groß ausgewählt wurde und sich bei jedem Wurf, aber wirklich bei jedem Wurf, entweder hier hinten drin verhängt oder sich über diesen Schenkel hier drüber legt. Ja, und dann schmeißt du jedes Mal aus, du freust dich, der Köder fliegt super, ist ja auch schön schwer, ist ja so ein, ja, kann man sagen, Weitwurfköder. Hat eigentlich auch eine tolle Aktion, wenn man sich das unter Wasser anguckt, wenn er denn mal läuft. Aber du ärgerst dich halt immer über diesen Drilling. Und da frage ich mich, wenn ich dafür 8 Euro bezahle, kriegt das die Firma nicht hin, da mal zu sagen, ich schicke da auch mal einen Angler mit ans Wasser, der das Ding auch wirklich mal ausprobiert. Und nicht nur vorm Computer sitzen und da irgendwie sagen, sieht toll aus, das hauen wir jetzt raus. Finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ihr könnt ja mal so die Erfahrungen erzählen. Ich habe diesen Köder jetzt hier umgebaut und ich war gestern damit ans Wasser. Ich habe den bestimmt 50 Mal geworfen. An der Aktion hat sich überhaupt nichts verändert. Der läuft super. Hinten das Spinnerblatt ist mir fast ein bisschen groß noch, aber es dreht sich gut, alles gut. Der hat sich bei einem einzigen Wurf von diesen 50 oder ich weiß nicht, vielleicht waren es auch 100, ich habe es jetzt nicht erzählt, es waren jedenfalls etliche, hat er sich ein einziges Mal irgendwie so ein bisschen verheddert, da hat er sich aber in der Schnur aufgehängt. Das kannst du natürlich mit einem Drilling nie verhindern, egal wie klein ich den jetzt wähle. Aber von diesen, ich sag mal, wenn es 100 Würfe waren, wirklich 99, lief das Ding super. Du kannst damit weit rauswerfen und es lief gut. Und ich habe jetzt habe ich gerade eben hier hinten nochmal so ein bisschen rote Farbe draufgebracht. Einfach nur so Glitzerfolie ist das. Mal sehen. Ich habe bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, soll ja ein Barschmagnet sein, noch nichts drauf gefangen. Aber ich habe eigentlich Vertrauen in den Köder, weil er macht auch Spaß. Du kannst, wie gesagt, richtig schön weit rausschleudern, das Ding. Du kannst unterschiedlich schnell einkurbeln und er hat auch noch beim Absinken eine Aktion. Das Spinnerblatt dreht sich hinten trotzdem. Und du kannst damit also so die Wassersäule, sage ich mal, so schön wellenförmig durchfischen und du kommst halt auch relativ weit. Also du hast weit, kannst weite Würfe damit machen. Gefällt mir. Wie gesagt, aber es hätte mir natürlich noch besser gefallen, wenn ich das Ding gekauft hätte und es hätte gleich funktioniert. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Spinmets genauso ist. Aber der hat sich, wo ich den mit den großen Haken hatte, wirklich fast bei jedem Wurf komplett verhangelt. Und das ist natürlich vollkommen sinnlos, wenn du da stundenlang, wahrscheinlich auch noch bei kaltem Wasser mit der Warthose bis zu den Knien im Wasser stehst und wirfst und wirfst und wirfst, dir dann die Knie versaust, dir einen Rotz wegholst für einen Köder, den du bei jedem zweiten Mal reinholst, wo du siehst, der Wurf war jetzt eigentlich sinnlos, weil der hat sich komplett verwickelt. Da war überhaupt keine Aktion mehr. Das war einfach nur noch ein Klumpen Eisen, den du da reinziehst. Ärgerlich sowas. Dann habe ich auch von der Firma Spro mir was anderes gekauft. Und das ist dieser hier. Und bei dem ist es wieder komplett anders. Der läuft einfach genial. Der läuft super. Der läuft, den kannst du ganz langsam führen. Der hat eine ganz natürliche, ein ganz natürliches Laufverhalten. Also sieht wirklich gut aus. Hat auch scharfe Haken hier, Gamakatsu. Passt alles. Hat im Endeffekt genauso viel gekostet wie der kleine Köder, aber läuft viel besser. Das heißt, entweder haben sie da am Computer alles richtig gemacht oder damit war tatsächlich mal einer am Wasser. Dann auch wieder von der Firma Spro. Ich habe nichts gegen die Firma Spro, das soll keine Werbung sein und ich habe auch keinen. Die haben auch viele Sachen, die super sind. Habe ich mir gestern zum Beispiel diesen Frosch geholt. So, der ist jetzt schon getuned. Normalerweise nimmst du einfach nur so einen Offset-Haken, ziehst den hier unten durch, kommt dann hier hinten im Arsch wieder raus und der ist so ein bisschen verdeckt. Alles super, alles gut von der Idee, habe ich nichts dagegen. Aber
Wenn ich den so aufziehe, wie die es beschreiben auf ihrer Verpackung und schmeiß den raus, kommt der immer so rum an. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den reinziehe, ist der Bauch oben und der Haken unten und macht dann eigentlich genau das, was er nicht soll, nämlich das ganze Kraut einsammeln, weil nämlich oben immer so ein bisschen die Hakenspitze rausguckt oder selbst wenn du sie verdeckst, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie doof. Das ist nicht so, wie es sein soll. Jetzt habe ich hier unten so ein kleines Gewicht dran gemacht und habe hier oben mir noch ein Drilling dran gemacht. Den Drilling kannst du aber abnehmen. Also, wenn er mir hier zu viel Kraut einfängt oder so, dann nehme ich den natürlich ab. Aber ich denke mal, dass durch das kleine Gewicht, es ist ja wirklich nur ein kleines, die Chance höher ist, dass der Frosch wirklich so läuft. Also mit der Unterseite nach unten und mit der Oberseite nach oben. Ja, mal sehen, ob es dann noch ist. Ob er dann zu schwer ist und untergeht, keine Ahnung. Er läuft eigentlich ziemlich auf der Oberfläche. Ich denke mal, vielleicht durch das Gewicht wird er jetzt ein bisschen tiefer laufen, weiß ich nicht. Aber ja, mal sehen, wie es läuft. Wenn nicht, kann ich den Drilling immer noch mal abmachen. Aber das ist genau so eine Sache, wie gesagt, du schmeißt den raus, du freust dich, es ist eigentlich ein schöner Köder, so ein schöner Oberflächenköder, den du schön übers Kraut ziehen kannst. Und ein Frosch, warum nicht, ist typische Beute für ein Hecht. Aber wie gesagt, du freust dich, dass du dir den Frosch gekauft hast, er sieht auch toll aus. Also ich als Fisch würde ihn essen, sofort. Ich kriege richtig Appetit, wenn ich mir den jetzt angucke. Aber er läuft halt einfach nicht und das ist dann ärgerlich. Dann denkst du dir so, ach, warum, wieso? Hat auch, ich weiß gar nicht, was der hier gekostet hat. 5 Euro oder so, ohne Haken, ohne alles. Das soll jetzt eigentlich schon wieder gewesen sein, so eine kleine Bastelrunde im Keller. Ihr geht angeln, werdet bessere Menschen, man sieht sich.